zusammen, heute wollen wir gesunde Nutella machen. Wir haben hier 200 Gramm gemahlene Mandeln, 200 Gramm Haselnüsse, 5 Datteln, 30 Gramm Kokosblütenzucker und dann nehmen wir noch einen Teelöffel von dem Vanille hier. Also da könnt ihr natürlich variieren, aber ich denke, ein Teelöffel ist erstmal genug. Also ich würde sagen, wir fangen an, let's go. Was machen wir jetzt eigentlich? Ja, wir rösten die Haselnüsse. Alles klar, dann legen wir damit erstmal los, schmeißen hier rein. Ihr seht natürlich, dass sich die Schale von den Nüssen gelöst hat. Daran seht ihr natürlich auch, dass die Nüsse jetzt gut geröstet sind. Also das heißt natürlich, wir können die jetzt hier von der Platte nehmen. Wir füllen die Nüsse jetzt erstmal in eine Schale. Hier haben wir die 200 Gramm gemahlene Mandeln. Die rösten wir auch ganz kurz mal mit an. So, die gemahlenen Mandeln sind natürlich jetzt auch fertig. Die kippen wir jetzt erstmal zu unseren Haselnüssen. Haben wir das schon mal erledigt. Jetzt kippen wir einfach mal hier drin in unseren Mixer. Und dann kann man an diesen Stellen, ja, ist besser. Jetzt nehmen wir unsere 5 Datteln, schmeißen die auch noch mit drin. Und haben dann natürlich hier noch unsere 30 Gramm Kokosblütenzucker. Jetzt nehmen wir uns unseren Teelöffel. Das ist ein Batzen. Wir kippen jetzt noch 200 ml Wasser hinzu. Wir haben natürlich noch unseren Kakao vergessen, den schmeißen wir jetzt mal mit drin. Wir kippen jetzt noch mal 100 ml Wasser mit drin. Jetzt könnt ihr das Video noch teilen, einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Bei Fragen kannst du gerne kommentieren und anschließend natürlich abonnieren. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.